Hallo zusammen, ich bin Sebastian von TC Tech, dem deutschen Technik-YouTube-Kanal. Und dass alte Modelle nicht immer schlechter sind als die brandneuen, hat Apple eindrucksvoll mit den neuen MacBook Pros bewiesen. Und dies sind die Gründe, die dafür sprechen, dass du das alte MacBook Pro anstatt dem neuen kaufen solltest. Wenn euch das Video gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dem Video einen Daumen hoch gebt, es mit euren Freunden teilt und sagt mir eure Meinung in den Kommentaren. Und so kommen wir schon zum ersten Aspekt und das ist natürlich die Tastatur. Denn die Tastaturen bei den MacBook Pros galten lange Zeit als eigentlich beste Tastaturen, die man bei einem Notebook finden konnte. Abgesehen vielleicht von den ThinkPads von Lenovo. Aber leider hat Apple nun auch bei dem MacBook Pro den Mechanismus komplett umgestellt auf die Butterfly-Switches, die es zum Beispiel das erste Mal in dem 12-Zoll MacBook gab. Und die einfach auf sehr viel Kritik gestoßen sind, da das Tippgefühl ein komplett anderes ist, der Tastenhub deutlich kürzer ist, das heißt, man hat einfach nicht so viel Feedback von der Taste und den ersten Tests zufolge des neuen MacBook Pros soll die Tastatur nun auch deutlich lauter geworden sein. Das heißt, das sind alles Punkte, die gegen das neue MacBook Pro und für das alte sprechen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die unausgereifte Technik. Denn ja, Apple bewirbt die Touchbar und den Touch-ID-Sensor als magische neue Funktion. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und zurückschauen, zum Beispiel zum ersten iPhone, was einen Touch-ID-Sensor hatte, ja, der war schon gut, aber mittlerweile ist er noch viel besser geworden. Das heißt, es scheint sehr wahrscheinlich, dass in naher Zukunft schon kleine Hardware-Revisionen folgen werden, die die Touchbar und auch den Touch-ID-Sensor weiter verbessern werden. Und abgesehen davon ist es auch so, dass die Touchbar einfach auf einem OLED-Panel basiert, was natürlich Riesenvorteile hat, wie zum Beispiel ein erstklassiges Kontrastverhältnis. Aber OLED ist auch einfach anfällig dafür, dass die Farben verblassen. Und im Endeffekt verblassen die Farben schneller, die mehr angezeigt werden. Das heißt, wenn die Touchbar zum Beispiel 90% der Zeit weiße Farben anzeigt für die Icons zum Beispiel, die man sonst in den Funktionstasten hätte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auf einmal die weiße Farbe weg ist, während Grün und Rot noch einwandfrei funktioniert. Das heißt, dies wird wahrscheinlich auch erst nach ein paar Jahren eintreten, wenn dann die Apple Care abgelaufen ist und dann hat man im Endeffekt ein Riesenproblem und Riesenkosten. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, der kann einfach OLED Degradation bei Google eingeben, da gibt es sehr viele Artikel zu diesem Thema. Ein weiterer Riesenkritikpunkt bei den neuen MacBooks ist natürlich die Anschlusssituation, denn je nach Konfiguration bieten diese nur zwei USB Type-C Anschlüsse mit Thunderbolt 3 und einen Kopfhöreranschluss oder bei den höheren Konfigurationen dann vier USB Type-C Anschlüsse mit Thunderbolt 3. Und den Kopfhöreranschluss natürlich nicht zu vergessen. Aber auch wenn diese Anschlüsse sehr flexibel sind und für die Zukunft mit Sicherheit die richtige Wahl, stellen sie an heutzutage immer noch vor viele Probleme. Denn ob man HDMI anschließen möchte, ob man eine normale USB 3.0 Festplatte anschließen möchte, ob man dann beispielsweise einfach einen SD-Kartenleser anschließen möchte, man braucht für alles Adapter und dann hilft es einem auch nicht wirklich, wenn das neue MacBook dünner und leichter ist, wenn man die ganzen Adapter noch mit rumtragen muss. Und es ist natürlich auch ein weiterer Kostenfaktor. Die alten MacBook Pros sind dabei natürlich deutlich flexibler, denn sie bieten einen SD-Kartenleser, einen HDMI-Ausgang, einen USB 3.0-Anschluss, auf der anderen Seite dann auch einen Kopfhöreranschluss, einen weiteren USB 3.0-Anschluss, zwei Mini-Display-Port-Anschlüsse mit Thunderbolt 2-Support, das heißt auch da hat man sehr hohe Datenübertragungsraten, wenn man sie denn wirklich braucht, und natürlich MagSafe. Und über MagSafe möchte ich dementsprechend auch nochmal separat reden, denn MagSafe wurde von Apple vor einigen Jahren als Heilsbringer, als Wunderinnovation sozusagen verkauft, dass wenn jemand sich in seinem Ladekabel verhakt, das teure Notebook nicht einfach auf den Boden fliegt. Und es ist auf jeden Fall eine Funktion, die ich schon sehr zu schätzen gelernt habe, weil mir das oft passiert ist, dass zum Beispiel mein Hund einfach sich in dem Kabel verhakt hat. Aber dank MagSafe ist nichts passiert. Tja, bei den neuen MacBook Pros gibt es das nicht mehr. Wir haben nun einfach ein USB Type-C Ladegerät. Und das wird sich nicht einfach trennen, wenn man dann zum Beispiel daran hängen bleibt und das MacBook wird vermutlich auf den Boden fallen. Und dann hat man erstmal einen riesen Sturzschaden bei seinem 3000-Euro-Notebook. Ein weiterer interessanter Aspekt ist natürlich der SD-Kartenleser, aber nicht nur für Leute, die zum Beispiel wie ich viele Fotos und Videos von Kameras auf das MacBook transferieren wollen, sondern auch für alle, die zum Beispiel eine Speichererweiterung machen wollen. Denn bei Amazon gibt es schon für 20 Euro kleine Adapter, die komplett in dem SD-Kartenleser des MacBook Pros verschwinden und in die man dann Micro-SD-Karten packen kann. Das heißt, somit kann man den Speicher des MacBook Pros über bis zu 256 GB ganz leicht und kostengünstig erweitern. Auch dies ist bei den neuen MacBook Pros nicht mehr möglich. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich zu den Preisen, denn der Einstieg in die MacBook Pro Welt, zumindest wenn es um die neuen Modelle geht, ist teurer als je zuvor. Denn das alte 13 Zoll MacBook Pro kostet mittlerweile 1449 Euro bei Apple, während das neue 13 Zoll MacBook Pro ohne Touchbar allerdings schon 1699 Euro kostet, das heißt ein Aufpreis von 250 Euro
Und das neue 13 Zoll MacBook Pro mit Touchbar und Touch ID kostet dann schon 2000 Euro. Das heißt ein Unterschied von 550 Euro zu dem alten Modell. Und man muss dazu sagen, das alte Modell bekommt man bei Idealo schon für 1270 Euro. Das heißt, da wird der Unterschied dann noch viel größer. Und ein ähnliches Bild gibt es auch bei dem 15 Zoll. So kostet das alte 15 Zoll direkt von Apple 2249 Euro, bei Idealo allerdings schon unter 2000 Euro erhältlich. Und das neue 15 Zoll fängt bei 2700 Euro an. Das heißt, selbst bei Apple ist es ein Unterschied von 450 Euro, der natürlich enorm ist. Ja, man kann die Preise nicht 1:1 vergleichen, denn zum Beispiel kommt das 13 Zoll MacBook Pro, das neue, nun auch schon mit 256 GB SSD-Speicher Standard und das 15 Zoll hat nun zum Beispiel immer eine dezidierte Grafikkarte on board, was natürlich auch nett ist und vor allem auch eine deutlich höhere Leistung verspricht. Aber generell ist einfach der Einstieg in die MacBook Pro-Welt viel teurer geworden. Und es ist was ich einfach nicht gut finde, wenn man sieht, dass man hier teilweise 700, 800 Euro Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Modell hat, ohne riesige Vorteile zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt, dann kann ich einfach nur das alte MacBook Pro empfehlen. Insofern hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.